Jeder Mensch hat Dinge, die ihn runterziehen wollen, die ihn festhalten wollen, die ihn blockieren wollen und die ihn davon abhalten wollen, in das hineinzukommen, was Gott für ihn hat, in echte Freiheit hineinzukommen. Weißt du, ich habe eine Geschichte gehört von einem Mann, der hat Krabben gefischt und hat die dann in so einen Eimer getan. Und da drin wuselte es und krabbelte es und ein anderer beobachtete das und schaute sich diesen Eimer an und sagte, sagen Sie mal, die haben ja gar keinen Deckel drauf oder sowas, die können ja alle raus. Die können doch krabbeln, die können sich doch da befreien. Aber der Fischer sagte, nein, nein, da kommt nicht eine raus. So wie eine versucht, sich aus dem Eimer herauszukrabbeln, kommen die anderen und ziehen sie wieder zurück. Da kommt keine in Freiheit. Ist das nicht interessant? Genauso gibt es Dinge, wenn wir raus wollen, die uns immer wieder zurückhalten, die uns festhalten, wo wir einfach nicht frei werden können. Das Gute ist natürlich, wir sind keine Krabben. Wir sind Menschen und wir haben mit des Herrn Hilfe ein ganz, ganz anderes Potenzial. Wir können von Dingen, die uns blockieren, die uns festhalten, die uns runterziehen, frei werden mit des Herrn Hilfe. Das können sehr, sehr unterschiedliche Dinge sein. Das können beispielsweise Menschen sein, Leute, Freunde, die jetzt nicht gerade die Besten sind. Dinge, die uns einfach festhalten. Die Bibel sagt, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das heißt, je nachdem, was du für einen Umgang hast, kann es sein, dass dich das festhält. Es kann auch falsches Denken sein. Denken nach weltlichen Kategorien, die Weisheit der Welt. Da heißt es beispielsweise, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Es gibt so viele Dinge, Ideologien und menschliche Weisheiten und angebliche Erkenntnisse, die uns abhalten können davon, in das hineinzugehen, was Gott für uns hat. In das volle Maß dessen zu kommen, was er für uns bereitet hat. Und ich frage dich, was sind die Dinge, die dich runterziehen, blockieren, festhalten und einfach davon hindern, in die Freiheit hineinzukommen? Das können auch Bindungen sein, Süchte, schlechte Angewohnheiten und. Ich möchte dich einfach ermutigen, lass nicht zu, dass du wie so eine Krabbe in dem Eimer bleibst und letztlich darin dann vergehen wirst, sondern sieh zu, dass du hinauskommst in die Freiheit, die Gott für dich hat. Und das geschieht, indem du mit seiner Hilfe einfach kühn vorwärts gehst und in die Situation hineinbetest und sagst, ich werde dieses Ding hinter mir lassen, ich werde in das hineinkommen, was Gott von mir hat. Und ich werde mich nicht von Menschen oder Umständen oder schlechten Angewohnheiten oder Sücht oder irgendwas davon abhalten lassen, in das hineinzukommen, was Gott für mich hat. Ich lasse mich nicht berauben, Gott hat mehr für mich. Und genau das ist der Punkt. Ich glaube, dass du diese Sachen abschütteln sollst mit des Herrn Hilfe und hineingehst in das, was er wirklich für dich hat. Denn es ist die Wahrheit. Gott hat mehr für dich.